Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja zu ihnen dann in der Antwort: Inni la akhshakum lillahi wa atqa. Ich bin derjenige unter euch, der die meiste Furcht vor Allah hat und die meiste Taqwa. Das heißt, aber er hat diese Handlung trotzdem nicht unternommen, die die drei Männer getan haben. Das bedeutet, dass es nicht immer auf die Menge der Handlungen ankommt. Es kommt nicht immer auf die Menge der Handlungen an, also die Quantität, sondern eher auch der Aspekt der Qualität. Deswegen sagte einer der Tabi'un, ich weiß nicht mehr, wer das war, er sagte über Abu Bakr radiallahu anhu, er sagte, Abu Bakr hat sie nicht übertroffen durch die Anzahl der Raka'at, die er betet, oder die Tage des Fastens, die er fastet, sondern durch etwas, وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ, aber etwas, das in seinem Herzen festsitzt. Tamam? Das heißt, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bestätigt und betont hier diesen Aspekt, indem er sagt, إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَى. Er erwähnt hier zwei Handlungen des Herzens, oder beziehungsweise eine, die Khashya, die Furcht vor Allah Ta'ala, die Ehrfurcht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte eine derartige Gewissheit, Mesh, und eine Gotteskenntnis und das Bewusstsein über Allah Ta'ala, was anderen nicht gegeben worden ist. Und hier wird das Wort Khashya benutzt, was wir gerade als Furcht übersetzt haben. Tatsächlich gibt es aber einen Unterschied zwischen dem Begriff Khashya und Khauf. Der Begriff Khashya und Khauf sind zwei verschiedene Formen von Angst. Was wir hier immer einfach als Angst übersetzen, das sind aber zwei verschiedene Formen der Angst. Die viele der Ahlul Ilm sagen, die Khashya, was hier im Hadith erwähnt worden ist, ist eine Angst, die von Kenntnis begleitet wird von Kenntnis. Al-Khashya, Al-Khawf al-Makrun bil-Ma'rifah. Und manche erwähnen ein Beispiel, um das etwas genau zu verstehen und zu differenzieren. Die Khashya ist eine Angst, die nicht jeder hat vor Allah Ta'ala, sondern nur die ein gewisses Gottesbewusstsein haben, nicht? Die Khashya ist eine Form der Angst vor Allah Ta'ala, die bedingt ist und gegeben ist durch die Kenntnis über Allah Ta'ala. Manche definieren oder unterscheiden diese zwei Formen der Ängste wie folgt. Sie sagen, Al-Khashya khawfun ma'as-sukun wal-khawf ma'al-haraka. Die Khashya ist eine Angst eine Angst, die mit Ruhe kommt. Und der Khauf ist eine Angst, die mit Bewegung kommt. Was heißt das? Sie sagen, مثلاً, stell dir vor, nur ein konkretes Beispiel jetzt. Stell dir vor, du hast ein wildes Tier vor dir, Mensch. Ein extrem wildes und gefährliches Tier vor dir. Und du befindest dich in seinem Käfig. Das heißt, du wirst eine Angst, das wird eine Angst erzeugen, dieser Umstand, der dazu führt, dass du flüchtest, versuchst dem zu entkommen. Aber stell dir vor, du bist hinter dem Gehege, nicht? Du weißt also, dieses Tier wird nicht zu dir gelangen, aber du hast trotzdem eine Art Ehrfurcht und Respekt vor ihm. Tamam? Das sagen sie, so ähnlich kann man die Khashya verstehen. Also die Khashya ergibt sich hier durch die Kenntnis und das Wissen um dieses Wesen. Und
Deswegen im Koran, wenn Allah Ta'ala von der Furcht spricht, im Sinne des Khauf, wird es immer allgemein gehalten. Nicht? Also, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Sie fürchten ihren Herrn über sich. Nicht? Aber wenn es um die Khashya geht, zum Beispiel wird es im Koran im Kontext der Ahlul Ilm erwähnt, dass die Wissenden es sind, die vor Allah Khashya haben. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Die Khashya vor Allah haben nur die Wissenden, also die um ihn wissend sind. Nicht mit dem Ilm ist ja nicht unbedingt gemeint, yani die Leute, die sich mit der islamischen Historik auskennen oder mit dem Fiqh auskennen. Hier ist gemeint das Wissen um Allah Ta'ala. Tamam?